Verbrannte Haut am Kopf. Am Körper die Stacheln schwarz. Die Bilder zeigen misshandelte Igel in Friedberg. Sie wurden angezündet. Seit Monaten schon wüten im Wetteraukreis offenbar Tierhasser. Mittlerweile ermittelt die Polizei. Zwischen Juni und Oktober kam es zu 25 Igelfunden, die eben Misshandlungsspuren und Verletzungen aufwiesen. Einige der aufgefundenen verletzten Igel in Friedberg hatten tatsächlich Brandwunden oder rochen nach Brandmitteln, nach Benzin zum Beispiel. Wir müssen also zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass jemand vorsätzlich diese Tiere mit Brandbeschleuniger übergossen hat und dann in Brand gesteckt hat. Die Frage, wer macht sowas? Wer vergeht sich an so niedlichen Tieren, zündet sie sogar an? Darauf gibt es momentan noch keine Antwort. Jutta Knirim-Haustein ist Vorsitzende des Vereins Igelmama in Wöllstadt und kümmert sich um die verletzten Igel. Es kann immer mal passieren, dass irgendein unvorsichtiger Gärtner einen Unkrauthaufen ansteckt. Aber da ist mal ein Igel drin, keine 25. Das ist Absicht. Tote Igel ertränkt. Die Beine zusammengebunden, gefunden in einem Bach, offenbar misshandelt. Das passierte im September in Obermörlen, nur wenige Kilometer entfernt von Friedberg, Maintauer berichtete. Besonders brisant, erst vor wenigen Tagen wurden in Obermörlen wieder zwei tote Igel gefunden, wie diese Facebook-Bilder zeigen. Ob die Tiere ebenfalls misshandelt wurden und die Täter die gleichen sind, weiß derzeit niemand. Jutta Knirim-Haustein hofft, dass nun etwas Ruhe einkehrt, da die Igel in den Winterschlaf gehen. Damit ist der Spuk aber nicht vorbei. Das ist so meine Befürchtung, dass es jetzt vielleicht ruhiger wird und im Frühjahr weitergeht. Deswegen würden wir den Tierquäler oder die Tierquäler, je nachdem, gerne jetzt festsetzen. Deshalb hat der Verein eine Belohnung ausgeschrieben. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Wetterau entgegen. Die Frage bleibt: Wer tut so etwas?